Hallo liebe Leute, vorhin geht es darum, wie Mario Vogt bei Markus Lanz begründet hat, weshalb die AfD keinen Landtagspräsidenten bekommen darf. Also das sagt er nicht sofort, sondern auf Nachfrage erklärt er dann aus meiner Sicht den eigentlichen Grund. Außerdem noch ein paar Ausschnitte, die ja einige Tricks beleuchten, wie die öffentlich-rechtlichen arbeiten beim Thema Israel, wie das mit der AfD verknüpft wird. Jetzt im Folgenden ein paar Ausschnitte, danach ein paar Worte dazu. Jetzt mal eine Gegenfrage. Sie würden also damit okay sein, dass eine Partei, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, den Präsidenten stellt in einem deutschen Parlament und damit zuständig ist für die Auslegung der Verfassung, für die parlamentarische Demokratie, für das Ordnungsrecht im Hohen Haus und für die Frage, letztlich darüber zu entscheiden, welche Staatsgäste man empfängt oder nicht. Ich bin damit nicht okay. Mir wäre es am liebsten, wenn es die AfD gar nicht gäbe. Da wird darüber entschieden, wie in den Ausschüssen bestimmte Streitfragen zu klären sind, ja. Gutachten, die das Parlament beauftragt. Also da ist eine ganze Menge. Und bis hin zu der Frage Einsicht in parlamentarische Kontrollkommissionen. Mhm. Und jetzt sage ich es mal konkret. Die AfD wird vom Verfassungsschutz beobachtet. So. Und der Präsident könnte dann im Prinzip quasi hinter die Kulissen schauen, was der Verfassungsschutz mit der AfD an Beobachtung macht. Und Verzeihung, das kann doch nicht funktionieren. Ja, also dann führt man das ad absurdum. Ja, Israel ist nicht umzingelt von Feinden, die es vernichten wollen, sondern von arabischen Staaten, die einen großen Teil mit Israel diplomatische Beziehungen haben, normalisiert haben, die auf die Bundesregierung, auf Europa zugehen und sagen, ihr müsst jetzt mit uns gemeinsam irgendwie eine Friedenslösung finden, ihr müsst uns unterstützen. Und aus Deutschland kommen bestenfalls Beteuerungen, dass man irgendwie mehr gemäßigt sein soll. Dass man an einem sehr interessanten Punkt gerade. Ja. Und das ist, glaube ich, trotzdem betont man immer wieder, das sei so. Man beharrt auf dem Recht, dass für Israel andere Regeln gelten als für andere Staaten, weil man eben sich in dieser Ausnahmesituation befindet. Und da haben leider Deutschland und Europa nicht die Mittel zum Einsatz gebracht, die es braucht, um da schlichtend zu wirken, aber auch um auf die israelische Politik einzuwirken. Und stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Außenminister, einen Verteidigungsminister Höcke und Deutschland würde angegriffen. Und jetzt werden deutsche Soldaten aufgerufen, sie sollen bitte schön unter der Order dieser Regierung das Land verteidigen. Eine Regierung, der gegenüber Sie kein Vertrauen haben und von der Sie auch fürchten, dass sie möglicherweise ganz andere Interessen verfolgt als nur die Sicherheit des Landes. Das ist die Komplexität. Ich weiß, die Beispiele hinken immer, die Realität ist eine andere. Was hat Mario Vogt erklärt? Zunächst kamen ein paar Scheingründe. Aber anscheinend, also man kann sich fragen, warum Markus Lanz so stark nachgefragt hat. Jedenfalls ist Mario Vogt dann, denke ich, mit dem mit Abstand wichtigsten Grund rausgerückt. Und zwar hätte der Landtagspräsident Einblick in die Arbeit des Verfassungsschutzes. Und wir wissen ja, wie es in Sachsen ist. Die AfD weiß gar nicht, was ihr vorgeworfen wird. Das heißt, es wird Rufmord begangen gegen die AfD und die AfD kann gar nichts machen, weil sie gar nicht weiß, worauf sie eingehen kann. Also sie wird beschuldigt eines Verbrechens im übertragenen Sinne, eines Diebstahls und es wird gar nicht aber erklärt, was gestohlen worden sei, sondern es wird Diebstahl allgemein als Grund angeführt. Also jetzt vielleicht als nicht ganz treffender, aber ungefährer Vergleich. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass es in Thüringen wahrscheinlich ähnlich ist. Die AfD wird diffamiert und natürlich ist es ein Problem, wenn jetzt der Landtagspräsident Zugriff drauf hat, dass dann natürlich rauskommt, die ganze Arbeit, die ganzen Vorwürfe, ja, die Unabhängigkeit des Verfassungsschutzes ist nicht gegeben. Der Verfassungsschutz oder Inlandgeheimdienst, er wurde instrumentalisiert, um die AfD, um die Leute zu verunsichern, die AfD zu wählen. Also die AfD als unmöglich und wählbar hinzustellen und so weiter. Also genauso wie es die AfD immer erklärt, aber wie es von den Öffentlich-Rechtlichen nie zugegeben, nie so eingeordnet wird. Sondern immer suggeriert wird, der Verfassungsschutz, er sei unabhängig. Sie sagen natürlich möglichst wenig, damit sie sich nachher zurückziehen können, damit sie sagen können, ja, wir haben nie gesagt, dass der Verfassungsschutz nicht weisungsgebunden ist. Wir haben das halt nur wiedergegeben. Aber welchen Sinn macht es, das so wiederzugeben, wenn der Verfassungsschutz weisungsgebunden ist, er instrumentalisiert wird und damit die Aussagekraft gar nicht ernst zu nehmen ist? Wenn es so ist. Das heißt, dann ergibt es gar keinen Sinn, die Öffentlich-Rechtlichen als öffentlich-rechtliche Sender oder als große Medien das dauernd dem Publikum so präsentieren. Jedenfalls ist es für die Öffentlich-Rechtlichen und natürlich für die CDU ein riesiges Problem, dass durch den Landtagspräsidenten das der Öffentlichkeit übermittelt wird. Und damit würde es Stück für Stück zusammenbrechen.
Auffällig ist, dass das BSW dieses schmutzige Spiel mitspielt. Und aus meiner Sicht, es kommt dem BSW teuer zu stehen. Aber anscheinend, Sarah Wagenknecht, ich gehe mal davon aus, das ist jetzt meine Theorie, sie hat sich das überlegt, sie macht bei der AfD die Firmierung mit, um weiter in den Talkshows präsent zu sein. Und vor allen Dingen wird mit der Abgrenzung zur AfD eins erreicht. Es wird dann umso härter reinschlagen, wenn die CDU keine Koalitionsverhandlungen mit BSW führt, weil BSW die Raketenstationierung nicht will. Und aus meiner Sicht, das ist Sarah Wagenknecht sehr hoch anzurechnen. Bei aller Kritik, und ich war einer der Ersten, denke ich, der das klar gesehen hat, wie Sarah Wagenknecht gegen die AfD hetzt. Das habe ich schon vor Jahren gesagt und auch deutlich kritisiert. Aber hier muss man jetzt sehen, dass BSW bei der Raketenstationierung, also mir ist nicht bekannt, dass die AfD zur Vorbedingung gemacht hat, mit der CDU zu koalieren, diese Raketenstationierung. Und anscheinend, manche scheinen das bei der CDU zu begreifen, was für eine Falle das ist. Jedenfalls, aber da gehen wir im nächsten Video genauer drauf ein. Jedenfalls macht das BSW dieses Spiel mit, aber aus meiner Sicht wohl wissend, dass es zu einer Koalition mit der CDU sowieso nie kommen wird. Es ist also hochspannend. Was war in der Sendung noch auffällig? Es war auffällig eigentlich der Trick, der wahrscheinlich seit Jahrzehnten gespielt hat und der sehr gut funktioniert hat, also jedenfalls der bei mir hervorragend funktioniert hat, wo ich immer drauf reingefallen bin und wo jetzt auch wahrscheinlich sehr viele Leute drauf reinfallen. Und zwar ist es die Scheinkritik an Israel. Also das Vorgehen jetzt gegen die Hisbollah mit diesen Explosionen, es wird kritisiert, also vergleichsweise deutlich kritisiert, sodass einem richtig mutig vorkommt, in Anführungszeichen, wie dieser Journalist Daniel Gerlach, die Israel kritisiert. Was aber natürlich bei Markus Lanz nicht erklärt wird, sind die Vorgänge am 7. Oktober 2023. Also es wird nicht in den Mittelpunkt gerückt. Man muss wissen, dass es eine Hochsicherheitsanlage war, die überwunden wurde. Das wird in den Medien auch nicht so dargestellt. Es wird so dargestellt, es ist eine Sicherheitsanlage. Aber es wird nicht verdeutlicht, was für eine Anlage das ist. Dass sie computergesteuert ist, dass sie erst kürzlich fertiggestellt worden ist, dass sie KI gesteuert ist, dass also wenn Tiere in die Nähe der Mauer kommen, dass dann schon Alarm geschlagen wird und dass vor allen Dingen Soldaten, die interviewt wurden, erklärt haben, es ist unmöglich, dass also diese Mauer überwunden wird und dann 4 Stunden lang nichts passiert. Und das war ja der Fall. Also die Mauer wurde nicht nur überwunden, was schon sehr unwahrscheinlich erscheint, dass nicht da schon längst die Armee da ist. Also es kamen ein paar Bulldozer, das wurden dann Tore eingerissen und dann ist 4 Stunden lang nichts passiert. Und jetzt kann man sagen, ja okay, das war halt, die Israelis haben geschlafen, ist ja tragisches Pech. Aber jetzt, mir ist nicht bekannt, es hat nie eine Aufarbeitung in den großen Medien stattgefunden. Das ist sofort untergegangen mit den 4 Stunden. Das ist im kollektiven Bewusstsein überhaupt nicht mehr vorhanden. Es ist das gleiche wie bei Trump, wo jetzt auch untergeht, da wird auch vom Versagen des Secret Service gesprochen. Das kam jetzt vor kurzem wieder ein Artikel, Versagen des Secret Service, aber es wird nicht mehr näher darauf eingegangen. Dass das Versagen so eklatant ist, dass es also fraglich ist, wie es zu diesem Versagen genau kommt. Oder dann natürlich dann die Frage, ob das wirklich Versagen ist oder was da dahinter steckt. Und jetzt hier bei dieser Mauer ist es genau das Gleiche. Wir haben ja also eine Milliardenanlage, milliardenteure Anlage und Gaza ist jetzt nicht unendlich groß. Das ist ein kleines Gebiet. Israel ist auch winzig, ist so groß wie Hessen. Also wir haben ein Gebiet so groß wie Hessen und dann soll es 4 Stunden nachdem diese Mauer angegriffen wurde, soll es 4 Stunden dauern, bis die israelische Armee eingegriffen hat. Und wichtig ist hier aus meiner Sicht, dass viele drauf reinfallen auf Denkverbote. Also man darf gar nicht denken. Es wird einem sozusagen vermittelt, es ist jetzt verboten zu denken, dass die israelische Regierung das mit Absicht hat geschehen lassen, um einen Kriegsvorwand zu haben. Es gilt ja die Unschuldvermutung. Also sowas zu äußern, das ist ja... Es ist eine Volksverhetzung. Dabei geht es jetzt gar nicht darum, dass ich jetzt sage, das war so, sondern es geht darum, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen und Aufklärung zu fordern. Aber das wird unterdrückt. Gleichzeitig aber umgekehrt. Wenn es nicht passt, dann sind die Medien mit Unterstellungen sofort zur Stelle. Also beispielsweise gegenüber der AfD, dass die AfD rechtsextrem ist, da muss man kein Gerichtsverfahren abwarten, da muss man nicht die genauen Beweise auswerten. Da muss man sich nicht genau angucken, was der Verfassungsschutz gesagt hat. Da ist man mit der Vorurteilung ist man ganz schnell. Genauso beim 11. September, da war man auch sofort nach ein paar Tagen, wusste man genau, wer die Täter sind und was zu tun ist.
da ist es dann völlig okay, Vorverurteilungen vorzunehmen, ohne dass jetzt das gerichtlich geklärt ist. Und da gibt es ja ganz viele Fälle. Nehmen wir in den Ukraine-Krieg, das ist ja ganz genauso. Da ist auch nichts juristisch geklärt und es ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Das in Frage zu stellen, weil ja aus meiner Sicht der Selbstbestimmungswille der Völker eine wichtige Rolle spielt, hat er im Kosovo auch gespielt. Aber beispielsweise im Kosovo, da ist es auch klar, da wird jetzt vorher angenommen, die Leute, obwohl es gar keine Vorbefragung gab, wird angenommen, ja, die Kosovaren, die wollen aus Serbien raus. Das ist dann kein Problem, den Kosovo abzuspalten. Das ist dann alles rechtens, weil die wollen ja sowieso da weg. Wir haben jetzt aber in der Ukraine ein Rassengesetz, ein Sprachgesetz. Es wurden Leute willkürlich beschossen von der OSZE. Das sind also alles Fakten. Wir haben also eine Doktrin, auch dass die Gebiete gewaltsam zurückerobert werden sollen. Also wir haben also es gibt ganz viele Indizien dafür, auch wie die Leute drangsaliert wurden. Und das betrifft ja jetzt in der Ukraine nicht nur die Ostukraine, die russischstämmigen Leute oder die russischsprachigen Leute, sondern das ist ja auch mit Ungarn, Rumänien im Westen, die haben sich auch beschwert. Also es gibt ganz viele Indizien dafür, dass die Bevölkerung weg will von der Ukraine. Und dann gilt das Kosovo-Urteil von, glaube ich, 2011, was ja auch für den Kosovo dann gegelten hat, dass das Selbstbestimmungsrecht der Völker ganz schwerwiegend ist und dass also wenn die Leute weg wollen, dann ist es natürlich eine Frage, wie das zu bewerten ist. Aber natürlich, ich will mich da auch nicht festlegen, weil natürlich, deswegen darf man vielleicht noch nicht Kiew angreifen und so weiter und so fort. Aber das ist dann eine komplizierte Frage. Aber da jedenfalls, da ist man ganz schnell dabei, da macht es gar nichts aus, da jetzt eine Vorverurteilung vorzunehmen. Aber jetzt hier bei Israel, das darf man gar nicht denken. Oder man darf auch gar nicht denken, man darf ja verschiedene Dinge jetzt, wenn es was den Westen betrifft, da darf man an solche Szenarien gar nicht denken, obwohl sie gang und gäbe ist. Gäbe es beispielsweise beim 11. September, dass also die das selbst in die Luft gesprengt haben. Das ist auch wie Volkswehr, also wie, ja, dass man also das also eine ganz bösartige Unterstellung ist, die man gar nicht in Betracht ziehen darf. Obwohl es die Operation Northwood gab, die Kennedy verhindert hat, wo genau es geplant war, einen Anschlag Kuba in die Schuhe zu schieben. Also das ist dokumentiert, das ist keine Frage, das war geplant und Kennedy hat es abgelehnt. Oder auch in Vietnam, wie der Vietnamkrieg losgegangen ist. Oder 1898 der Krieg gegen Spanien, dass es so nachträglich herausgekommen ist, dass das Schiff nicht gegen eine spanische Mine gefahren ist, wie es alle Medien damals behauptet haben, sondern das Schiff von innen explodiert ist. Oder im Zweiten Weltkrieg der Stützpunkt auf Hawaii, wo die Amerikaner den Funkspruch abgehört haben und wussten, dass die Japaner angreifen. Und ja, also es eigentlich offensichtlich ist, auch die ganzen modernen Schiffe wurden dann abgezogen, dass offensichtlich ist, dass die Amerikaner, also um in den Zweiten Weltkrieg einzutreten zu können, diesen Angriff von den Japanern provoziert haben. Jedenfalls diese ganze Thematik mit Israel, dass es möglich ist, dass die israelische Regierung diesen Übergriff hat wissentlich geschehen lassen oder wie auch immer das abgelaufen ist, das wurde natürlich gar nicht mehr näher, darauf wird gar nicht näher eingegangen, sondern es wird dann begründet, ja, der 7. Oktober war ja ganz schlimm. Und dann haben am Ende die Leute doch das Bild, ja gut, die Hamas ist so böse, dann macht es ja nichts aus. Es ist irgendwie okay, wenn die dann drauf reinschlagen. Es hat dann alles doch irgendwie seine Ordnung. Da muss man sich nicht drüber aufregen. Und nur darum geht's. Das heißt, die Bevölkerung muss ja nicht gutheißen. Es reicht ja aus, wenn die Bevölkerung sich mit der Situation zufrieden gibt und nicht dagegen protestiert und das Thema so gedanklich beiseite legt und sagt, ja gut, das ist halt irgendwie kompliziert. Das ist halt irgendwie schwierig und es ist halt tragisches Pech, sozusagen. Und so ist es ja seit Jahrzehnten da unten. Jedenfalls, ich wurde immer getäuscht. Ich habe mir auch immer gedacht, ja, die bösen Palästinenser und die machen diese Selbstmordanschläge und die sind schuld. Und wenn dann Israel irgendwelche Sachen macht, dann ist es halt so. Jedenfalls wurde gleich eine Brücke zu Höcke geschlagen. Und zwar, aus meiner Sicht hat man damit Höcke beleidigt. Und zwar hat dieser Daniel Gerlach, der als der investigative Journalist drüber gekommen ist, der kritisch ist, der hat den Verteidigungsminister mit Höcke verglichen. Hat er natürlich betont, ja, es ist jetzt nur ein Vergleich, es ist keine Gleichsetzung und so weiter. Und da wurde noch betont, ja, der Verteidigungsminister, der ist nicht so schlimm wie Höcke. Und so wurde wieder Rufmord gegen die AfD betrieben. Ein interessanter Punkt war auch, wie Lanz immer in den Mittelpunkt gehoben hat mit den Verhandlungen mit Wagenknecht. Und aus meiner Sicht, ob diese Strategie erfolgreich ist, weil doch ein jeder Wähler weiß, oder alle Leute wissen natürlich, Wagenknecht geht es nicht um die Landespolitik, sondern es geht um die Bundespolitik. Aber er ist gar nicht mit rausgekommen, was eigentlich das Problem ist. Erst ganz zum Schluss kam es dann raus mit den Raketenlieferungen. Und aus meiner Sicht, mit den Raketenlieferungen, da steht BSW extrem gerade. Und da muss ich echt sagen, das klingt jetzt doof,
Aber als ich da diese Überschrift gesehen habe bei Spiegel Online oder bei Welt, BSW macht keine Koalition mit CDU, wenn diese Mittelstreckenraketen stationiert werden, dann muss ich echt sagen, also für mich, ich war stolz auf Wagenknecht. Es klingt jetzt wirklich doof, aber sie stand da wie so eine Patriotin. Wir wollen keine Mittelstreckenraketen. Und aus meiner Sicht, natürlich kann man jetzt Wagenknecht kritisieren, aber man sollte sich mal an die eigene Nase fassen. Also die AfD sollte sich an die eigene Nase fassen. Und selbst mal so das auf die Beine stellen und zu sagen, mit uns gibt es keine Koalition, solange es Raketenlieferungen gibt. Und ob da überall, vor allem im Westen, die AfD so gerade steht, das wage ich mal zu bezweifeln. Jedenfalls hat die AfD es bis jetzt nicht als Vorbedingung genannt, im Gegensatz zum BSW. Und das ist wirklich patriotisch, das zu sagen, dass wir das nicht machen, weil es ist so eine Erniedrigung mit diesen Mittelstreckenraketen, die in Deutschland stationiert werden. Es ist erniedrigend aus meiner Sicht. Sagen, damit die USA möglichst Russland einen strategischen Vorteil haben, nimmt man in Kauf, dass also wir in großer Gefahr sind, in riesiger Gefahr sind. Und dass hier alles platt wird, die USA sind dann im Zweifel, sie sind dann auf der anderen Seite und wir kriegen es dann ab, weil wir diese Waffen dann da haben. Und ja, aus meiner Sicht sollte man es unbedingt verhindern. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.